Fangen wir gleich mal an. Wie ja einige von euch mitbekommen, ich habe am Mittwoch schon ein Video gemacht. Das wurde aber leider nicht aufgenommen, beziehungsweise die Lautstärke wurde nicht aufgenommen. Ich habe ein Bluetooth-Headset und das habe ich vergessen anzumachen. Da war leider nur ein Piepton zu hören. Wir fangen im Weekly an. Machen wir es einmal Step by Step. Wir sehen, im Weekly sind wir immer noch im Short, okay. Wir konnten nicht nach oben durchbrechen und wir haben hier ein neues Low gemacht. Also der Push, Korrektur, neues Low. So im Weekly sind wir bärisch. Das schreiben wir uns gerne auf, dass wir nichts vergessen. Also ich nehme da immer den Anchor-Text, weil dann bleibt es da, wo ich es hin habe. Also man kann es natürlich auch dahin machen, da geht es am wenigsten im Weg um. So, weekly is bearish. Wir wissen, wir sind in der Pullback-Phase, okay? Komplex Pullback-Phase auf dem Weekly. Und wir haben zu 71% korrigiert. Wir sind hier auch in einem schönen Sell-to-Buy-Bereich im Weekly. Hier ist unser Sell-to-Buy-Bereich. Und da haben wir auch schon reagiert jetzt. Also wahrscheinlich zu 50% oder auf dem Sell-to-Buy. Oh, noch nicht ganz. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Reversal Point, um zu sagen, könnte weiter long gehen, was er dann auch getan hat. Wir sind hier bullish dann von hier nach da hochgebrochen, aber wir konnten leider den Close hier nicht machen, den Body Close. So, dann gehen wir mal ins Weekly rein. Da sehen wir folgendes Szenario im Daily. Ich fange jetzt mal hier an. Wir hatten hier den Push durch, haben ein neues Low gemacht und haben dann hier auch nochmal ein neues Low gemacht. So, unser Daily High wäre hier. Das ist unser starkes Hoch. Das sollte nicht gebrochen werden, weil dieser Push hat uns ja ein neues Low gemacht. Und dieser ebenso. Wir sind zwar drüber gekommen, aber wir haben nicht drüber geschlossen. So, der ist auch stark, der Bereich. Und dementsprechend ist das ein schwaches Low. Da sollten wir dann ein neues Low machen. Weak oder schwach, wie auch immer ihr das nennen wollt, das bleibt euch überlassen. So, jetzt zur Struktur nochmal. Wir hatten hier Lower High. Lower Low. So, dann kam der Switch von dieser Seitwärtsphase. Wenn man einen kleineren Bereich reinschaut, dann hat man da auch einen Strukturbruch. Aber jetzt rein im Daily hatten wir noch keinen Strukturbruch. Also das war unser Lower High und unser Lower Low. So, also Daily ist immer noch bearish. Ich muss ein bisschen schnell machen, weil ich immer nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. So, dann gehen wir in die 4 Stunden rein. Dann sehen wir natürlich alles schon ein bisschen klarer. So, jetzt unsere 4-Stunde-Struktur war ja hier die innere Struktur. Wir sind dann hochgekommen, haben komplett die innere Struktur ausgestoppt und jetzt kann es gut möglich sein, dass wir ein Lower Low machen, aber da muss man natürlich weiter analysieren. Also das jetzt in der 4 Stunden mal. Wir haben also in der 4 Stunden folgende Struktur. Also wenn wir jetzt mal die innere Struktur nehmen und das hier außen vor lassen, dann sehen wir ja, wir hatten jetzt hier den Push nach unten. Machen wir mal eine andere Farbe. Haben Lower High gemacht, ein Lower Low, weil wir sind ja hier runtergekommen, hatten einen Close mit der Body, mit dem Body und dann ging das so vonstatten. So, jetzt sehen wir natürlich, wir hatten hier den schönen Strukturbruch auch mit dem Body Close. Hier war es noch nicht so, da war die 4 Stunden noch bärisch, aber jetzt hier kam der Switch ins Bullische, okay? Und wir wissen jetzt gut, das ist unser neues
Leg, also das war unser Higher High, Higher Low, Higher High. Also wir müssen hier drunter brechen, damit die 4 Stunde wieder bärisch ist. Okay? Momentan ist die 4 Stunde. Bullish. So, wir sehen auch ganz schön, wir haben hier schön reagiert auf unseren verfeinerten Demandbereich, reagiert und sind dann hochgekommen. So, das war das Bild jetzt von gestern um 3 Uhr in der Früh. So, was müssen wir uns jetzt anschauen? Natürlich müssen wir uns jetzt auch die Stunde noch anschauen. So. Also, die Stunde. Wie schaut denn die Stunde aus? Wir können ganz klar erkennen, dass die Stunde hatten wir hier schon. Mal gucken. Die Stunde machen wir mal rot. Könnt ihr euch die Farben auch immer draufschreiben, aber in der Regel kann man sich das ja merken. Also, ich kann es mir merken. So, der Stunde Push. Nach hier hat er noch keine Struktur gebrochen, aber hier. Also war das unser Lower High, Lower Low. Und dann hat man den Switch. Von bearish zu bullish und dann hat man hier den Body Close und haben dann unsere innere Struktur. Das zähle ich jetzt nicht als Struktur, da finde ich das hier schöner. So, wo erkennen wir jetzt, wo war jetzt der Stunde Strukturbruch, den hat man hier. Da hat es zum ersten Mal ein Anzeichen gemacht. Gut, es geht weiter short. Aber was ist dann passiert? Das war jetzt ein bisschen messy Price Action. Wir hatten dann hier nur diese Seitwärtsphase. Wir sind hier nochmal stark runtergekommen. Wir konnten aber nicht drunter schließen. Also wir haben einfach nur Liquidität rausgenommen und sind dann hochgekommen und haben die Stunde wieder bullish gemacht. Okay, zu diesem Zeitpunkt war die Stunde wieder bullish. So, und dann kam ein richtig schöner Drop, der uns dann die Stunde wieder bearish gemacht hat. Hier, so, da hatten wir den bearischen Switch. So, 1H ist bearish. So, wir sehen ja, wir hatten die starke Abwärtsbewegung in unsere Demandzone rein. Und was, auf was müssen wir jetzt achten? Also wir sehen ja hier, was ist das hier? Das ist ein Komplex Pullback, den wir hier hatten. In den 50er Bereich rein. Und wir sehen auch, dass wir hier einmal Liquidität rausgenommen haben. Wir hatten dann hier unseren schönen Supply-Bereich, wo wir dann schön reingekommen sind. Jetzt lösche ich die FIP mal wieder raus. Und wir hatten jetzt hier auf der Stunde wieder einen schönen Strukturbruch, okay? Da hat uns, also wir warten dann wieder, Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu schnell. Also wir hatten hier den Switch wieder ins Bärische, okay? Und dann hat man aber hier wieder den Switch ins Bullische. Also muss man ja wieder warten. Was passiert denn jetzt? Ab wann bin ich wieder bärisch? Weil wir wollen ja die meisten Timeframes, dass die natürlich korrelieren, bevor wir uns ein Entry suchen. Also so. Dann war man wieder, dann war erst 4H bullish, 1H bullish hier wieder und die anderen größeren Timeframes waren noch bearish. So, wir sind ja von den größeren Timeframes bearish, die haben natürlich mehr Aussagekraft, aber die kleineren Timeframes hier, 4H, 1H, M15 sind die Intraday-Trades, die natürlich auch eine Aussagekraft haben, wenn ich den jetzt nicht lang halten möchte, den Trade. So, wir wissen jetzt, wir hatten hier ein Komplex Pullback, macht also Sinn, da wir ja im größeren Timeframe eh bearish sind, die H1 ist wieder zu... Ups.
So. Ist das hier eine Struktur, eine gültige? Nein, weil, das könnt ihr euch dann auch so machen. Das ist Inducement. Hier möchte man, dass man wieder kauft, um das neue Hoch zu machen. Aber wir wissen, da dieser Bereich kein neues Hoch gemacht hat, ist das keine valide Struktur. Wir möchten also, dass wir hier drunter brechen, damit wir sehen, gut, H1 ist wieder bärisch. So, in dem Fall H1 bärisch. Und jetzt macht es Sinn, wieder nach nach einem Short Ausschau zu halten. Weil overall, wir hatten jetzt ein Timeframe nur bullish und die meisten sind halt bearish. So, dann gehen wir in die M15. Okay, das ist jetzt doof. H1 war schon weiter. So, jetzt. So, M15. Was sehen wir hier? Zeichnen wir uns mal M15 Struktur ein. Das ist ja invalid. So. Könnt ihr euch so anmarkern. So. Wir sehen jetzt natürlich hier, ist es ein bisschen gefährlich zu shorten von hier. Vielleicht kommen wir noch einen Ticken tiefer rein, die schon mal hier short gegangen sind, ausstoppen. Also wenn man jetzt denkt, ich setze hier short, dann sollte der Stop-Loss schon da drüber sein. Aber jetzt mal zur M15 Struktur. Die machen wir. Welche Farbe machen wir dann? Habe ich gelb schon? Ich glaube nicht, gell? Ah, machen wir Purple. So. Also M15 Struktur. Da hatten wir hier. Fangen wir hier an. Also Push nach oben, dann Body Close, Lower Low, Lower High, Lower Low, Lower High, Higher Low, Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low. So, M15 war jetzt hier in dem Fall auch bearish. So, macht es jetzt Sinn, den zu kaufen? Zu schauen nach einem Buy? Nein. Nur 4H ist bullish, also der Rest ist alles bearish. So, dann schaue ich natürlich, okay, wo, in welchem Bereich finde ich jetzt mein Buy Entry? Mein Sell Entry natürlich. So, ich habe mir gesagt, gut, den Bereich finde ich ganz cool. Wir haben hier Liquidität rausgenommen. Wir haben hier meine Supply Zone und im kleineren Timeframe kann man sich die nochmal ein bisschen verfeinern. Aber wir lassen es jetzt dabei, beziehungsweise war hier diese Wick auch ganz schön, wo ich gesagt habe, gut, da möchte ich jetzt erstmal sehen, dass wir da nochmal reinkommen und diese zwei Hochs hier rausnehmen. So. So, was hat er dann hier gemacht? Er hat jetzt hier nochmal Volumen rausgenommen und ist stark nach unten gekommen. So, dann war jetzt für mich das Signal da, okay, wir hatten hier jetzt einen richtig krassen Push nach unten. Wir haben halt leider noch nicht drunter gebrochen. Wir haben hier Liquidität rausgenommen. Wir werden wahrscheinlich hier nicht nochmal reinkommen, okay? Ja, das ist so ein Pattern, das sollte man sich merken. Wenn er dann schon mal da so reinkommt, wir haben hier gleiche Hochs. Wir sind ja schon in die Supply-Zone hier reingekommen. Wir werden wahrscheinlich nicht nochmal tiefer reinkommen. Und wir haben hier nochmal einen schönen Bereich, einen Supply-Bereich mit den gleichen Hochs. Und haben die auch schon ausgestoppt und sind jetzt auch runtergekommen. So, da habe ich dann meinen ersten Sell platziert, hier in dem Wick. Also da hatte ich keine Sell Limit, habe es hier drüber gesetzt. Bisschen höherer Stop-Loss. Und habe dann gesagt, gut, hier möchte ich auf jeden Fall drunter brechen, weil das ist ein schwaches Low. Okay. So, das war der erste, den ich gesetzt habe. Und dann zu dem Trade heute noch. So. Das war gestern. Genau, gestern war das. Passt. So. Preis ist dann, hat dann mega rumgezickt. Wie viel da ist? Immer noch abends. Genau, ich habe den gehalten. So,
Da kann man jetzt noch nicht so viel ausmachen, weil man sieht es ja, wir machen weder neue Lows noch neue Highs. Also der ist hier so richtig krass am Rangen. Machen wir die mal weg. So. Zack. So, jetzt ist ja Asian Session hier angebrochen. Wie viel Uhr? 18, 8:30 Uhr, genau so. Folgendes Szenario: Heute Morgen. Asia High, der ganze Bereich, und Asia Low, okay? Auf jeden Fall Targets. Hätte er jetzt erst Low rausgenommen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal geschortet, aber er hat erst das High rausgenommen. So, da kam er natürlich wieder hier in den interessanten Supply-Bereich. M15 war ja immer noch bärisch, also von den Timeframes hat sich nichts getan, weil wir ja diese Range hier hatten. Macht dann also Sinn, da auch nochmal nach dem Short Ausschau zu halten. So, wir haben dann hier nochmal, wie man schön sehen kann, Volumen rausgenommen. Ich habe dann geschaut, was macht er? Da natürlich noch kein Trade setzen, er ist schon zu bullish noch. So, dann hat er hier schon mal eine schöne dicke Bärenkerze nach unten gemacht. Und dann kam der Verfall. Dann war klar. Gleiches Target. Aber ich hatte nur ein 5 Pip Stop-Loss. So, der kam nämlich nochmal rein. Weil das hier war meine Buy-to-Sell-Kerze, also dieser Bereich war mein Entry-Bereich, ist dann noch mal reingekommen und dann ja, ist auch schön in mein Target gelaufen und das war's dann auch. So, wir haben jetzt wieder M15-Struktur gebrochen. Wir konnten leicht bärisch drunter schließen und da haben wir dann, also wir sind jetzt heute und da haben wir dann jetzt einen schönen bärischen Close gehabt. Also die Timeframes sprechen immer noch für einen Short. Kann natürlich jetzt sein, nach so einem krassen Drop. Jetzt ist Freitagabend nicht so tolle Zeit, dass er jetzt nochmal natürlich korrigiert, ein Komplex Pullback macht. Und da muss man natürlich schauen, weil sollte er jetzt die innere Struktur wieder brechen, muss man natürlich schauen, sollte er da drüber brechen, müssen wir erst wieder schauen. Okay? Ja, das war es jetzt schon wieder. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn da noch Fragen sind oder irgendwas unklar ist, schreibt es mir in die Kommentare rein und dann werde ich da auch nochmal drauf reingehen. Das war jetzt kein Teil von dem Forex-Kurs, sondern einfach mal so ein bisschen Struktur nochmal, auf die Struktur nochmal eingehen und mein Trade-Recap. Dann euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao. Gut, jetzt geht's weiter. Short.